was ich sagen wollte. Ist hier jemand, der den Islam heute hier annehmen will? Ja, dann wollen wir das auf der Bühne machen, oder? Einzeln? Mit Kamera, ohne Kamera? Ohne Kamera, kein Problem. Noch jemand, der Islam annehmen will? Heute? Also wer ist jetzt alles, wer Islam annehmen will? Du auch? Du? Vier, okay. Okay, dann kannst du die Schere schon aussprechen. Oder soll ich dir helfen? Ja, ist ja kein Problem. Nee, das ist auch nicht das Problem, die Absicht zählt. Du weißt aber, was das heißt. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Du bist überzeugt, dass das der wahre Weg ist, ja? Du willst auch Islam annehmen. Ich hab schon, aber ich muss mich verzeugen. Brauchst du eigentlich nicht verzeugen zu machen, aber bleib erwachte erstmal. Also du willst... Nein, sie will das nicht ins Mikrofon, gar nichts. Sie möchte das ganz alleine haben, richtig? Ja, ich möchte auch nicht so viel. Ja, ist gar kein Problem. Ja, dann lass doch deine Familie kommen. Ich mache erst mal mit der Schwester kurz, weil sie möchte das nicht also vor anderen Leuten haben. Ja, ist gar kein Problem. Können wir ruhig so machen. Wollt ihr zusammen machen, oder? Können wir gerne. Ihr könnt doch zusammen das machen. Ich sage dir vor. Eshedu. En. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hast du gesagt, aber ich habe jetzt Muhammadan gar nicht gehört. Alhamdulillah, super, dann bist du jetzt Muslimin, Alhamdulillah. Möge Allah dich segnen. Du bist Deutsche oder? Portugiesin. Ja. MashaAllah, super. Wir haben gerade auch noch einen Portugiesen, der dabei ist. Ja, ich habe früher Portugiesisch gelernt. Ich wollte es ein bisschen anfangen zu labern, aber bei der Frau kommt das nicht so gut. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auch Portugiesen? Nee, Marokkaner. Nee, weil sie gesagt hat, aus der Familie. Ach, du bist schon verheiratet. Ja, super. Mashallah, mashallah. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Schwester, guck mal, wenn du irgendwelche Fragen hast, bitte melde dich bei uns. Wir haben ja die Internetseite, da sind Telefonnummern, auch von verschiedenen Leuten, Einladung zum paradies.de. Da kannst du dich gerne bei uns melden, ist gar kein Problem, okay? Ja. Ich habe das erstmal mit dir gemacht, weil das alleine ist. Ja, du kannst auch ruhig dabei bleiben. Jetzt, du bist ja, hast ja sowieso schon, du wolltest nur noch mal offiziell machen. Jetzt, wer ist noch hier? Du und du? Ja, na klar, ist gar kein Problem. Hier, könnt mal der neuen Schwester, könnt ihr mal gratulieren. Ja, die hat gerade Islam angenommen. Hast du, ne? Hier ist gerade eine Schwester erstmal zum Islam konvertiert. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Damit die, hier, Schwester. Damit die sich auch drüben freuen können, Alhamdulillah. Ja, ist ja immer große Freude. So, jetzt haben wir, ihr vier wollt auch Islam annehmen. Jo, wir haben hier eine Schwester, die kommt aus Iran. Ist sowieso kein Problem, ne? Die kommt aus dem Iran. Und die ist hier in Deutschland getauft worden. Ja, die ist in Deutschland getauft worden. Vielleicht können wir das so aufnehmen, dass man nur sieht, dass hier was ist. Man sieht dich ja nicht. Du kannst ja hier so bleiben. Nee, man sieht euch nicht. Nee, du bleib ruhig hier, bleib ruhig. Nee, nur, dass die Kamera an ist, dass man das mitkriegt. Dann zeig da auf das Publikum oder zeig hier auf den Zaun. Du dürft auch hier hinfilmen, aber wenn es von der Wand ist... Was? Nee, weil die Frauen wollen nicht gesehen werden, deswegen. Okay. Hier ist also eine Schwester... Die kommt aus dem Iran, die ist hier getauft worden in Deutschland. Die will jetzt zurück zum Islam. Allahu Akbar. Okay. Soll ich dir nochmal helfen bei der Shahada? Ja, das wäre ganz gut. Ja, okay. Ich sag das einfach vor. Ja. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Khubi. Das Fernsehen, wenn du hier stehst, dass ich nur dich aufnehme. Ja, okay. Jetzt zu dir. Ist das okay so? Mit dem Mikrofon vor den Frauen ist nicht schlimm, ne? Und Sue ist weg. Nur, die wollen sich auch freuen. Wir wollen den Leuten den Spaß nicht verderben. Okay, du willst auch Islam annehmen. Du kennst dich schon aus, du weißt, was das alles bedeutet, ja? Alhamdulillah. Bist nervös, ne? Sehe ich. Komm einen Schritt näher. Dich sieht keiner, brauchst keine Angst haben. Okay, kannst du schon aussprechen alleine? Oder Hilfe, kein Problem. Okay, ich sage das dann vor. Ashhadu an la ilaha illallah bedeutet, niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Oder es gibt keinen Gott außer Allah. Und Ashhadu anna Muhammad Rasulullah bedeutet, Muhammad ist der Gesandte Allahs. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Okay, ich sage es vor. Und dann sind alle Sünden vergeben, Alhamdulillah. Dann bist du auf dem richtigen Weg.
Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Nächste. Und hier die Schwester aus Iran nochmal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Möge Allah dich belohnen. Und falls du Probleme hast oder so, also kannst du gerne bei uns auf der Seite anrufen, dass wir dir helfen. Hier haben wir eine neue Schwester. Allahu Akbar! Und hier fließen gerade die Tränen, Alhamdulillah. Das freut mich immer besonders. Gestern sind auch zwei Kurdinnen, die sind gestern auch wieder zum Islam zurückgekehrt. Die waren auch am Weinen. Da habe ich mich so gefreut, Alhamdulillah. Ja, wir müssen Gas geben. Jetzt. Wer waren die Konvertierten? Gibst du denen? Hier, für die zwei, die konvertiert sind, schon mal Bücher. Die Schwester, die konvertiert. Könnt ihr ihr gleich geben. Wo ist die Schwester aus Iran? Wir hatten drei Schwestern, die eine Portugiesin die auch. Die werden noch konvertiert. Zwei haben wir hier. Inshallah. Drei. Wer ist die dritte? Ja, die kommt schon. Die dritte hier kann das, könnt ihr ihm ab. So, dann jetzt haben wir euch beide hier. Ja? Okay, ihr wolltet das ja nochmal offiziell machen, richtig? Okay, machen wir jetzt. Ihr wollt das ja nochmal offiziell machen? Wollt ihr hier hinkommen? Oder? Ja, okay, kommt hier hin. Bruder, ne? nicht die Frauen drauf, die wollen nicht. Ne? Okay, alles klar. Dann macht jetzt nochmal. Ihr könnt es schon aussprechen? Also, ich soll das trotzdem. Meistens haben die Leute immer Angst, die wollen immer, dass ich vorsage. Okay, kein Problem. Keine Angst. Zusammen? Mach doch zusammen. Oder wollt ihr alleine machen? Mach zusammen. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Es ist alles bestens, wie gesagt. Und für euch natürlich auch, ne, falls irgendwie, nicht direkt flüchten, ich würde noch was sagen, falls wir euch irgendwie helfen können, meldet euch bei uns auf der Seite, ja. Das sind ein paar schöne Bücher hier, ja, Koran natürlich, Übersetzung. Und falls irgendwas gibt, wenn wir euch irgendwie helfen können, dann meldet euch bei uns, okay? Jazakumullah khairan. Allahu Akbar. Wie gesagt, Alhamdulillah. Oh, hier ist ein Bruder, der möchte Islam annehmen, Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Nicht bestochen, freiwillig, Alhamdulillah, sehr gut. Okay, soll ich das vorsagen oder willst du alleine sagen? Vorsagen. Du kennst die Bedeutung schon, du hast dich damit auseinandergesetzt, ja. Videos geguckt auch und ja. Also ich brauche nichts mehr zu erklären. Allahu Akbar. Und wenn jemand den Islam annimmt, dann werden erstmal alle Sünden gelöscht. Das auch nochmal für die Schwestern, die den Islam angenommen haben. Jetzt kommt ein Bruder dran, Inshallah. Inshallah, okay, wir machen das zusammen, ne, Bruder. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bruder, ne? Falls irgendwas gibt oder so, ne? Melde dich bei uns, ne? Dass wir dir helfen können, ne, Bruder. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Wie viel waren das jetzt bei den Schwestern? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Wie bitte? Noch eine Schwester, Alhamdulillah. Können wir das bei dir mit Dings machen, mit Kamera? Nein. Mit sich bei Leute freuen? Okay. Leise. Leise, ohne Mikrofon? Ja. Okay, alles klar. Okay, dann machen wir das so. Willst du alleine sagen? Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das musste sein. Wie gesagt, gratuliere bei der neuen Schwester, Alhamdulillah. Wie waren das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Hier waren es 7? 6 und drüben 7. Ja, gibt's noch mehr? Jungs, stopp! Okay, Türen zumachen, keiner kommt raus hier. Okay, Alhamdulillah. Gestern waren es auch erst 7, nachher wurden es 10, Alhamdulillah. Heute wird es inshallah auch noch mehr. Wie gesagt, Schwestern, kümmert euch um die neuen Schwestern, drückt die mal und haltet die fest und damit ihr die auch unterstützen könnt. Ja, damit die Schwestern alle zusammenhalten und natürlich der neue Bruder genauso. Ja? Möge Allah die neuen Geschwister festigen. Amen.
möge sie ins Paradies führen. Amin. Und möge ihr ganz Deutschland die Schönheit des Islam zeigen. Amin. Takbir! Musste mal sein, ich mag das irgendwie. Okay, dann machen wir erstmal Pause, ja?